Willkommen zurück bei 1342 Motors. Und wie ihr mittlerweile wisst, wird hier nicht nur wild geschraubt, sondern ich habe auch ziemlich charmante Gäste bei mir. Und dieses Jahr ist natürlich durch Corona alles ein bisschen durcheinander gekommen. Trotzdem möchte ich euch dieses Interview immer noch vorspielen, denn Sonja Fusati ist die Macherin des Victress Awards, der hier in Berlin stattfindet, und eine wirklich tolle Frau. Und ich dachte mir, ich setze es jetzt einfach mal online. Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich hoffe natürlich, dass es diesen Award im nächsten Jahr wieder geben kann. Und bis dahin habt ihr dann genug Zeit, euch das Interview mal anzusehen und vielleicht auch ein großer Fan dieser Veranstaltung zu werden. Viel Spaß damit. In meiner Werkstatt, da wird nicht nur geschraubt, da gibt es auch coole Leute und vor allem coole Frauen, die schon mächtig was auf die Beine gestellt haben in ihrem Leben. Und ich möchte euch natürlich die eine oder andere auch mal vorstellen. Katrin Rode war das letzte Mal hier. Mittlerweile habe ich hier ein bisschen umgestylt und wir haben uns überlegt, Black is the new Pink. Und passend dazu steigen wir heute ein. Ich habe Sonja Fusati, was mich mega freut, weil wir beide auch echt viel unterwegs sind. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns hier mal kurz an den Tisch zu setzen. Ist für dich wahrscheinlich auch eine eher ungewöhnliche Atmosphäre in der Werkstatt, darüber zu sprechen, dass du ja seit wie vielen Jahren mittlerweile einen echt tollen Award kreiert hast. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, seit 15 Jahren mittlerweile. Ich organisiere jedes Jahr die Victress Awards Gala mit 1000 Gästen, bei der es darum geht, tolle Vorbilder, weibliche Vorbilder zu zeigen, auszuzeichnen und ja, sie auf die Bühne zu stellen und einen schönen Abend gemeinsam zu haben. Ja, und das, finde ich, macht dich eigentlich schon wieder zu einem tollen Vorbild. Deswegen freue ich mich eben, dass du hier bist. Weil wie kommt man denn als Berlinerin wahrscheinlich auf die Idee, ich suche mir jetzt mal, da sind ja nicht nur Frauen, die was Tolles geschafft haben, sondern auch aus diversesten Bereichen. Also da ist ja von Chemie über Biologie, Politik bis hin in Motorsport ist ja wirklich alles dabei. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich kenne einfach wahnsinnig viele tolle Frauen, aber oft sind die Damen ja nicht die, die sich nach vorne stellen und sagen, hey, guck mich an, was ich alles Tolles kann, sondern machen ihr Ding und werden dafür auch nicht unbedingt ständig gelobt oder ausgezeichnet. Und die Welt braucht Vorbilder, die Gesellschaft braucht weibliche Vorbilder. Man muss Leute wie dich sehen, die in ihrem natürlichen Umfeld sitzen und stehen und komische und, Dinge machen. Etwas machen, was man ja jetzt eher als klassische Männerdomäne sieht. Wir hatten letztes Jahr eine ganz tolle Herzchirurgin da, die das erste Kunstherz in Europa verpflanzt hat. Und ja, wie schon gesagt, also aus allen Bereichen gibt es einfach wahnsinnig tolle Frauen, die vor allem auch immer sehr, sehr spannende Storys haben. Ne? Das ist ja meistens dann so, dass es da verschlungene Lebenswege gibt. Manche machen sich mit 50 selbstständig nach 30 Jahren in einem Großkonzern oder manche machen sich mit 18 selbstständig und ist immer wieder spannend. Das Ganze nennt sich Victress Awards Gala, das heißt, es ist ein Abend, einmal im Jahr, jetzt dann auch dieses Jahr wieder Ende April. Genau, 21. April in Berlin. Und gibt es da nur geladene Gäste oder wenn man als Frau da auch gerne mal sitzen möchte im Publikum, kommt man da irgendwie auch mit rein? Ja, kann man sich auf www.victressawards.com ein Ticket kaufen. Am Anfang kann man sich in der Beauty Lounge verschönern lassen und dann über einen roten Teppich marschieren und dann kommt die Preisverleihung und danach natürlich eine schöne Aftershow-Party. Cool. Jetzt mal zurück. Du sagst, 15 Jahre ist das schon her. Kannst du dich an deine erste Gala erinnern und vielleicht auch, wie bist du dann zur Jury gekommen, die es ja auch gibt, die da kräftig mitmischt, um dann die Gewinnerinnen auszumachen? Und auch, wer waren denn damals die ersten Frauen, die dann als Gewinnerin auf der Bühne standen? Also erinnern kann ich mich natürlich, obwohl das, wie gesagt, schon 15 Jahre her ist. Wir hatten im ersten Jahr hatten wir sogar Angela Merkel dabei, da war sie noch gar nicht Kanzlerin. Mhm. Wie finden wir die Frauen? Also jetzt nach all den Jahren habe ich natürlich eine riesen Liste mit Vorschlägen. Wir bekommen von allen möglichen Menschen gute Ideen, die dann sagen, ja, meine Schwester, meine Mutter, meine Tochter sollte auch mal auf die Bühne. Und dann gucken wir halt immer, ne, wer passt in diesem Jahr, dass es auch ein rundes Bild gibt und oder wer hat jetzt gerade ein Jubiläum oder was Besonderes geleistet. Und dann setzen wir die so zusammen. Und dann gibt es auch immer noch eine prominente Dame, da hatten wir mal, also Nena war da,
für ihre Musikkarriere haben wir sie ausgezeichnet und Uschi Glas für ihren Verein Brotzeit war mal dabei und ja, die sonstigen kennt man eher erstmal nicht, aber soll sie dann natürlich bei uns kennenlernen. Ist da eine Gewinnerin dabei, vielleicht in all den Jahren, die dich besonders beeindruckt hat in irgendeiner Art und Weise? Du weißt schon. Naja, also Heidi Hetzer, die ja nun leider letztes Jahr verstorben ist, das ist schon eine Wahnsinnsfrau gewesen. Coole Socke und was sie alles so gemacht hat. Wer von euch nicht weiß, wer Heidi Hetzer ist, google das einfach mal. Die Frau, die ist 81 geworden und saß aber, bevor sie dann leider verstorben ist, nicht einfach nur zu Hause rum und hat auf den Tod gewartet. Nee, die hat sich ein altes Auto genommen, ist nochmal komplett um den ganzen Planeten rumgefahren und das hauptsächlich alleine in einem sehr gehobenen Alter. Und die Frau, die ist wirklich Vorbild. Ich durfte auch schon mit ihr als Co-Pilotin bei diversen Oldtimer-Veranstaltungen mitfahren. Also ich vermisse sie sehr. Und das ist auch eine, die auch bei mir hier in der Werkstatt stand und dann so nicht, ah ja, okay, da schraubt jemand ein Auto. Sonst war echt so dieses, jetzt erzähl doch mal, was ist jetzt hier das Geschäftsmodell? Worum geht's jetzt hier? Machst du hier überhaupt Geld oder hängst du hier nur so rum? Und das ist Heidi, weil die einfach Dinge laut ausgesprochen hat, die sich vielleicht andere auch nicht trauen. Und weil die einem vor allem auch das Hirn mal ganz schnell um 50 Grad weitergedreht hat und auch auf ganz neue Gedanken gebracht hat. Ne? Also ja, das ist wohl wahr. Und da habe ich zu diesem Thema eine kleine Überraschung mitgebracht. Das ist ein Bild von dir und Heidi. Und das leuchtet sogar von innen, wie man sieht. Mal in die Kamera halten. Das ist ja der Hammer. Und hier, was immer gesagt hat, einfach machen, alles machen. Oh, ich krieg gerade Gänsehaut. Oh, das ist ja stark. Heidi, ich kann jetzt auf dich trinken. Ups. Oh mein Gott, ja stark. Das hättest du wahrscheinlich auch lustig gefunden. Toll. Das ist jetzt einfach von dir ein Geschenk oder hat das auch irgendwas mit dem Award zu tun? Nein, also wir arbeiten zusammen und es gibt auch dieses Jahr Victress Logo Heidi. Bottles von Skagtown auf der Bühne. Toll. Ja, Heidi ist ja eigentlich eher so aus dem Automotorsport-Segment, also dann eigentlich wieder meine Welt auch. Du hast aber auch, wie gesagt, wirklich Biologinnen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre da mit dabei gewesen. Und auch im Publikum geht es einem oft so, man weiß ja dann nicht, wer da gewonnen hat. Und dann kommt eine Dame auf die Bühne, die, weiß ich nicht, schon so einen Lebenslauf hat. Da kommt man sich selber plötzlich wieder ganz klein vor und denkt sich, okay, so viel habe ich doch noch nicht geschafft im Leben, obwohl da auch schon einiges dabei ist. Und dann haben die aber auch teilweise Ideen. Ich erinnere mich, du hattest mal Gewinnerin, die haben Sandsäcke entwickelt für Überschwemmungsgebiete und. Also das ist ja wirklich herausragend. Fällt euch das dann oftmals auch schwer, da wirklich dann auszuwählen, wer dann überhaupt Gewinnerin sein darf bei so vielen tollen Frauen? Ja, also es ist natürlich jedes Mal, ich entwickle ja auch irgendwie eine Beziehung zu denen dann schon vorher und jedes Mal ist es wieder, es kann ja dann doch in jeder Kategorie nur eine gewinnen, immer für mich ganz traurig, dass nicht alle gewinnen können. Aber deswegen haben wir unsere prominente Jury, die tagt dann und da geht es dann hoch her und irgendwann ist dann eben klar, wer gewinnt. Aber natürlich ist es für alle ja auch schon mal eine Auszeichnung, unter den Finalistinnen zu sein und ja, dürfen ja dann trotzdem auch mitfeiern, sich und sich gegenseitig. Definitiv, und da wird dann auch gefeiert, aber das ist auch das Schöne dabei. Kannst du mal für dieses Jahr so die Kategorien kurz nennen, in denen dann ausgezeichnet wird? Und Heidi hat ja eben diese spezielle Kategorie, die ja so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, die vielleicht auch noch mal kurz beschreiben. Genau, also Heidis Kategorie, die haben wir ihr gewidmet, als sie von ihrer Weltreise zurückkam und haben gesagt, okay, es gibt ab jetzt auf ewige Zeiten den Heidi Hetzer Future Victress Award für eine Frau, die eben eine ähnlich coole Socke ist und schon in ihren jungen Jahren viel geleistet hat, aber eben auch, von der wir sicherlich in Zukunft noch viel hören werden. Jetzt ist Heidi ja leider nicht mehr da, um ihn persönlich überreichen zu können, aber wir denken natürlich an sie und werden auch
ja, an dem Abend ihre Gedenken. Dann haben wir den Vital Award, da geht es generell um Wohlbefinden, also medizinischer Bereich. Auch wieder ganz viele tolle, spannende Frauen nominiert. Es geht um 3D-Druck für Prothesen, die angepasst werden in einem klinisch reinen Environment oder zwei Frauen Doppelspitze im Brustkrebszentrum hier zufällig in Berlin. Mhm. Dann haben wir einen Cyber Award, da geht es um Cyber Security. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Ein International Business Award und ja, dann eine Victors of the Year. Den darf ich aber noch nicht verraten. Ah, das heißt, es wird auch wieder eine prominente Dame wahrscheinlich mit dabei sein. Und das ist das, weswegen ich deinen Award eben vorstellen will. Es ist nicht nur Musik oder nur Biologie, sondern wie wir eben gerade gehört haben, da ist wirklich so eine Range dabei. Und was ich auch wirklich faszinierend finde, also gerade auch bei diesem Future Award, da stehen ja wirklich 20-Jährige auf der Bühne, die reden wie eine andere mit 50, das nicht schafft. Also Wahnsinn. Also da können sich echt viele eine Scheibe von abschneiden und deswegen finde ich, lohnt sich das auch. Kann man das dann irgendwie online auch mitverfolgen, wenn man jetzt nicht in Berlin ist und trotzdem mal was davon erfahren möchte? Also wir schneiden natürlich dann da auch ein Video zusammen und es wird aber jetzt nicht live gestreamt oder so. Aber was mir noch einfällt, dieses Jahr haben wir auch noch eine neue Kategorie, da geht es um Nachhaltigkeit im weiteren Sinne, aber hauptsächlich haben wir Finalistinnen aus dem Ozean, also nicht aus dem Ozean, die sich mit der Rettung der Weltmeere beschäftigen, eine Tiefseebiologin und welche, die aus diesen Geisternetzen so Bracelets machen. Hier, habe ich auch eins an. Hast du auch eins an? Ja, das cool. War auch mal Plastik aus dem Meer. Ja. Und eine, die eben mit so einem, das ist eigentlich eine Architektin, die mit so einem Kamm irgendwie die Mikroplastikpartikel schon aus den Flüssen filtert, damit es gar nicht erst ins Meer kommt. Und da weiß ich auch nicht, wer da gewinnen soll, die sind alle so super. Stark. Ja. Ja, Sonja Fossati, geiler Award mit mega tollen Gewinnerinnen. Also guckt euch das einfach mal online an. Letzte Frage, gibt es denn noch irgendwas? Jetzt hast du ja wirklich viel geschafft in 15 Jahren. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich auch noch schaffen? Oder bist du glücklich mit dem, was da ist? Nein, das ist jedes Jahr, wie gesagt, wieder eine Herausforderung. Aber letztes Jahr war Udo Lindenberg da als Laudator. Das hat mich unheimlich gefreut. Und da gibt es natürlich noch ein paar, also gerade auch die ich mir nochmal auf der Bühne wünschen würde irgendwann. Vielleicht auch ein bisschen internationalere Bereiche abdecken. Also da haben wir noch viele Ideen. Super. Und wenn ihr jemanden kennt, egal ob international oder deutsch, eine Frau, die sich vielleicht da auch mal auf der Bühne oder die einen Preis abholen sollte, dann schreibt ihr gerne mal. Ja, immer her damit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke, Heidi.